Guten Abend, willkommen bei Hamburg Stream. Wir durchbrechen die magische Marke von einem Viertel hundert Streams. Wir sind also bei Nummer 25, was wir uns fast nicht hätten zu träumen wagen. Doch, so kann man das sagen, ja? Als wäre das hier alles aus der Taufe gehoben haben. Aber das ist alles schon nicht mehr neu, auch für euch nicht. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute hier nochmals eine ganz neue Atmosphäre aufgebaut und ich glaube, das wird der Musik auch ganz gerecht. Ich möchte einfach möglichst schnell zur Musik kommen und mich bedanken bei euch für den tollen Support nach wie vor und immer wieder. Wir bedanken uns bei der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg, die über den Musikstadtfonds und eine Umwidmung von Mitteln diese zweite Staffel, so nennen wir das, von Streams wesentlich mit ermöglicht hat, und wir bedanken uns bei allen Spendern und ganz besonders bei einigen, die uns wirklich sehr, sehr, sehr großzügig bedacht haben. Das ist wirklich, wirklich toll. Vielen Dank euch allen. Gut, und ich freue mich einfach jetzt wahnsinnig auf die Musik heute Abend. Das ist Benjamin Schäfer, Pianist, ursprünglich aus Köln, in Hamburg seit ein paar Jahren. Und der kehrt für dieses Konzert zum ersten Mal seit Jahren zum Trio-Format zurück, zusammen mit Tillmann Oberbeck und Björn Lücke. Und wir haben die Probe hier gehört. Ich kann euch sagen, es wird wirklich, wirklich schön. Viel Spaß. Thank you.
Danke und herzlich willkommen in diesem für mich auch doch sehr ungewohnten Format, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich hier bin und dass ich für euch an den Empfangsgeräten mit meinen beiden geschätzten Kollegen heute Musik machen darf. Wir haben den Abend begonnen mit einem Stück von Alfred Schnittke, einem Stück Filmmusik aus dem Film Meister und Margarita. Das war sozusagen die Eröffnungsmelodie daraus. Und fortfahren möchten wir mit einem Stück, das Björn, der Schlagzeuger, komponiert hat, Björn Löcker. Und er hat es Paul Bley gewidmet. Das Stück heißt Paul B.
Dankeschön. Paul Blay, beziehungsweise Paul B. von Björn Lücker. Wir fahren fort mit einer Komposition von mir, die als Titel den Namen einer Stadt in Spanien hat, in der ich nie war, die ich mir aber ungefähr so vorstelle, wie ich es in Musik gepackt habe. Das Stück heißt Almería. Thank you.
Das Stück, was wir gerade gespielt haben, war ein alter Standard von Jerome Kern und hieß In Love in Vain. Und wir machen jetzt stilistisch einen durchaus bemerkenswerten Sprung und spielen ein Stück von einer Hamburger Komponistin, die ich vor einiger Zeit für mich entdeckt habe. Sie heißt Felicitas Kuckuck und sie hat einen wunderbaren Liedzyklus geschrieben, der heißt Die Brücke. Und daraus spielen wir jetzt Der Pavillon aus Porzellan.
Danke. Das war ein Stück von mir mit dem Titel Impro-Sketch 3. Normalerweise, wenn es jetzt ein richtiges Konzert wäre und ihr in Person vor mir säßet, käme dann gerne mal die Ansage, also es heißt immer noch Impro-Sketch 3, aber vielleicht hat jemand von euch im Publikum eine bessere Idee für einen Titel. Und normalerweise verpufft das dann immer so ein bisschen, weil man dann sagen muss, ja, dann sagt ihn doch nach dem Konzert. Und das nach dem Konzert ist dann eine Dreiviertelstunde später und die Situation ist vorbei. Jetzt aber haben wir die Situation, dass ich hier zu meinen Füßen ein kleines iPad liegen habe. Und wenn ihr Lust habt, irgendwas zu schreiben, sei es ein Kommentar zur Musik oder auch eine Frage an uns, könnt ihr das jetzt tun auf hamburg.stream oder auf der Seite der Jazz Federation Hamburg, jazzfederation.de, wenn ich mich nicht irre. Also ihr könnt sozusagen sehr aktiv teilnehmen an diesem Konzert, auch wenn ihr leider nicht körperlich anwesend sein könnt. Was ihr auf den beiden genannten Seiten auch machen könnt, ist zu spenden. Also selbst wenn ihr jetzt gerade auf Facebook oder YouTube rumhängt, das natürlich schon viel zu lange, dann geht ihr einfach auf hamburg.stream oder auf jazzfederation.de und klickt auf den heutigen Stream und habt dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen möchtet, beziehungsweise nicht nur uns, sondern diese ganze Einrichtung auch. Wir sind ja nicht alleine hier auf weiter Flur, sondern es gibt ein Kamerateam, es gibt jemanden, der den Ton mischt, es gibt jemanden, der das Ganze organisiert. Bei denen bedanke ich mich später auch noch in Person. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt spenden in einer Höhe fast eurer Wahl. Nach oben hin ist natürlich alles offen. Wir spielen so lange Musik weiter. Und zwar ein weiteres Stück von Björn mit dem Titel These Walls. Thank you.
Bisher haben wir entweder Werke von anderen Komponisten gespielt, die nicht hier physisch anwesend sind, oder wir haben Stücke von Björn Lücker oder von mir, Benjamin Schäfer, gespielt. Einer war noch nicht dabei, der aber trotzdem die ganze Zeit mitspielt. Tilman Oberbeck am Bass, und von ihm kommen die folgenden Stücke. Das erste heißt Drums Rums. Thank you.
Das war eine weitere Komposition von Tillmann mit dem Titel The Hiker. Und bevor wir als letztes Stück sogar noch eine dritte Komposition von Tillmann spielen, möchte ich noch verschiedenen Leuten Dank sagen und natürlich meine großartigen Kollegen heute Abend hier vorstellen. Ich fange mal bei dem Herrn am Schlagzeug an, das ist Björn Lücker. Den Applaus müssen Sie zu Hause machen. Das kriegen Sie hin. Und am Kontrabass steht Tillmann Oberbeck. Und Benjamin Schäfer am Klavier. Ich warte ungefähr noch 2 Minuten, dann müsste der Applaus veräppt sein. Nee, ich mache doch schon weiter. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei ganz verschiedenen Leuten. Vor allem bei der Jazz Federation Hamburg, Christoph Schweizer. Vielen, vielen Dank, dass wir hier Teil des Ganzen sein durften. Danke Wolf Kerschig, dass wir das in seinem wunderbaren Studio hier machen dürfen. Danke Hendrik Schacht. Und sie hat es mir vorhin gesagt, Sichin Ji-Yun. Ja, es war ja fast das Gleiche. Dem Kamerateam und Rainer Damisch hat den Ton gemacht. Vielen Dank euch allen. Und zu guter Letzt möchte ich euch danken, die ihr uns zugeguckt habt. Ich gucke mal hier auf mein schlaues, Telefon. Stimmt aber nicht. Auf mein schlaues Pad. Zuschauer, ca. 100 Zuschauer live und ca. 700 Leute total. Das muss man erstmal so schaffen. Eine wichtige Sache, auf die ich gerne noch hinweisen möchte, bevor wir das letzte Stück spielen, ist, dass wir im Anschluss an dieses Konzertformat noch ein kleines Publikumsgespräch machen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ja kein Publikum anwesend ist. Aber ihr habt über verschiedene Plattformen die Möglichkeiten, falls ihr es nicht längst schon entdeckt habt, über den Chat Einfluss zu nehmen auf dieses Konzert und eure Fragen loszuwerden. Also wenn euch noch irgendwas auf den Nägeln brennt, werdet es am besten jetzt los, dann können wir das in der kleinen Q&A, die wir mit dem Christoph gleich im Anschluss machen, noch unterbringen und hoffentlich auch beantworten zu eurer Zufriedenheit. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir spielen noch ein Stück und welcher Titel könnte besser sein für ein letztes Stück als Intro?
Vielen Dank fürs Zuhören. Und mir wurde hier über die elektronische Kommunikation gesagt, ich könnte auch nochmal sagen, dass man bis morgen Mittag sogar noch spenden kann. Also falls euch das so gut gefallen hat, dass ihr den Eintritt, den ihr normalerweise für ein Konzert zahlen würdet, auch über diesen Online-Kanal spenden möchtet, geht auf jazzfederation.de oder hamburg.stream und spendet, was das Zeug hält. Vielen Dank fürs Zuhören. Gleich gibt es noch ein Q&A mit Christoph. Das machen wir jetzt. Jetzt. Genau. Ich bringe jetzt mein Instrument. So, ich hoffe, man kann uns so hören. Wir zwei müssen das Mikrofon so teilen. Wir, aber Björn, du bist auch dabei. Und du auch. Genau. Worüber ich mit dir einfach sprechen wollte ein bisschen, ich möchte, dass die Zuschauer dich so ein bisschen näher noch kennenlernen, weil du hast jetzt gerade hier grandiose Musik gemacht. Ich danke euch allen. Das war wirklich, wirklich schön. Das hat mich sehr berührt. Und das ist aber ja nicht alles, was du machst. Und mich interessiert vor allem, etwas von dir zu hören über deine Arbeit in der Deutschen Jazz-Union, dass du vielleicht erzählst, was das ist und welche Bedeutung diese Organisation gerade in der Zeit, in der wir gerade stecken, hat. Okay. Ja, die Deutsche Jazz-Union, in der bin ich seit 2013 Mitglied im Vorstand. Das klingt etwas pompöser, als es ist. Wir sind ein siebenköpfiger Vorstand aus ehrenamtlich arbeitenden Musikern. Und die Deutsche Jazz Union finanziert sich ausschließlich über die Mitgliederbeiträge. Und da wir inzwischen so viele Mitglieder haben, dass wir uns einen Geschäftsführer leisten können, haben wir jetzt quasi jemanden, der in Berlin vor Ort ist und für uns und unsere Belange Lobbyarbeit leisten kann. Und wie wichtig Lobbyarbeit ist, haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft erlebt und auch jetzt gerade natürlich wieder müssen wir es erleben. Wie viele Mitglieder sind das jetzt? Dass ich das letzte Mal geguckt habe, ist ein bisschen her, aber es waren 1200, als ich das letzte Mal geguckt habe, was schon eine ordentliche Zahl ist, wo ich aber denke, da geht auf jeden Fall noch mehr, selbst für so einen kleinen Nischenberuf wie den Jazzmusiker. Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass ideelle Unterstützung gut und schön ist, dass sie uns aber genau bei diesen, bei den bezahlten Arbeitsstunden nicht weiterhilft. Also je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Geld haben wir zur Verfügung, um Leute dafür zu bezahlen, dass für unsere Sache gekämpft wird. Und desto größer ist natürlich auch der politische Hebel. Ne? Wenn man jetzt als Interessenverband sagt, wir sprechen für mehrere tausend Leute, ist das eine andere Position, als wenn man jetzt sagt, ja, wir sind der Dorfverein und sprechen für 300 Leute. Es ist klar. Ich wollte gerade sagen, also es sind ja es gibt in Deutschland ja bestimmt viel mehr als 1200 Musiker, die unter dem Begriff Jazzmusiker fallen und die in der einen oder anderen Form, oder die meisten in der einen oder anderen Form freischaffend sind, so genannt, und die dringend eine Interessenvertretung brauchen. Ja. Sie mit uns ja haben. Die sie mit euch ja haben. Aber das ist das Problem von jeder, in Anführungszeichen, Gewerkschaft. Wie kriegt man die Leute, deren Interessen man vertritt, dazu, sich durch eine einfache Mitgliedschaft, das muss ja nicht jeder eben einen Vorstand oder eine aktive Funktion ausfüllen, aber durch eine einfache Mitgliedschaft dazu beizutragen, dass für seine Sache gekämpft wird. Mhm. Also wie macht ihr das, ganz einfach gesagt? Wie machen wir das? Wir haben eben durch ein Büro, was wir in Berlin haben, und durch einen Geschäftsführer, der inzwischen auch zwei Mitarbeiter hat, jetzt nicht Vollzeitmitarbeiter, aber immerhin zwei weitere Mitarbeiter, haben wir einen direkten Draht zu Bundestagsabgeordneten, sind auf
ja, auch sozusagen tanzen auf allen Hochzeiten, die da irgendwie politisch wichtig wären, mhm, und ja, können damit an genau der Ebene ansetzen, wo Gelder wirklich auch in substanzieller Höhe verteilt werden. Was, also ganz platt gefragt, was hat die Jazz Union erreicht in den letzten Jahren? Die Jazz Union hat, muss man sagen, wirklich eine Menge erreicht. Also ich weiß, dir ist es natürlich ein Begriff, aber ich sage die Stichwörter natürlich gerne nochmal. Es gibt den Spielstättenprogrammpreis Applaus, den es vorher nicht gab. Es gibt den neu gegründeten Musikfonds. Das alles hat jetzt nicht die Jazz Union alleine erreicht, aber das wäre sozusagen vor 2012, wo sie sich neu gegründet hat, undenkbar gewesen. Und das klingt jetzt irgendwie, also ich habe jetzt nur mal zwei Beispiele genannt, das klingt alles schön, aber es ist de facto dann eben, sind es mehrere Millionen Euro pro Jahr, die in die Szene fließen, die vorher nicht in die Szene geflossen sind. Mhm. Und das ist schon dann ein substanzieller Betrag, den dann auch wirklich alle merken. Also selbst die Musiker, bei denen es ja dann doch immer irgendwie als letztes ankommt, aber selbst die merken, dass sich etwas ändert. Warum sagst du das? Es kommt bei den Musikern als letztes an. Naja, weil es immer einfacher ist, in Strukturen zu investieren, als sozusagen zu gucken, okay, gibt es einzelne Leute, die wir unterstützen können. Mhm. Das ist einfach so politisch gedacht, ist es einfacher, in etwas Übergeordnetes zu, wieso will ich intensivieren sagen, investieren, das ist das Wort, wo dann ein Panel geschaffen wird von Leuten, die sich damit viel besser auskennen, als Politiker das können. Und dass man sozusagen Expertengremien schafft, die für die richtige oder gute Verteilung der Gelder eben ein besseres Händchen haben. Mhm. Oder mehr Know-how von besseren Händchen. Das wäre jetzt sehr subjektiv, aber... Naja, warte, ich mache jetzt das. Achtung, rein. Man merkt mir die Erfahrung an, nicht wahr? Was macht die Jazz Union in der aktuellen Situation? Also wir sind ja hier, weil wir eine besondere Situation, nennen wir das so, haben, heute Abend. Was macht die Jazz Union, was will die Jazz Union erreichen für die freischaffenden Musiker aktuell? Na gut, also an alleroberster Stelle steht natürlich, dass die Landeshilfen und Bundeshilfen vor allem, also weil wir eine Bundesorganisation sind, die Bundeshilfen, eben nicht nur für die Betriebskosten angewendet werden können, von denen die meisten von uns kaum welche haben, sondern dass wir Lebenshaltungskosten auch davon bestreiten können. Und wenn das einigen Leuten der falsche Begriff ist, dann kann man es ja auch Unternehmergehälter nennen, weil wir eben das, auch wenn uns das nicht schmeckt, ja sind. Wir sind ja Einzelunternehmer und an anderer Stelle, in anderen Branchen, dürfen sich Unternehmer hier sehr wohl ein Gehalt auszahlen. Deswegen ist es eine systemische Ungleichbehandlung, dass das bei uns nicht stattfindet. Ja. Und wie ist da der Stand? Es ist schwierig, weil natürlich alle so laut wie möglich schreien. Ne? Sämtliche Interessenverbände versuchen sich ihr Stück vom Kuchen zu sichern. Aber wir haben uns sehr breit aufgestellt, haben Kollaborationen mit anderen Interessenverbänden, auch der Allianz der Freien Künste und der Deutsche Musikrat sagt auch was dazu und so. Also wir tun, was wir können, um sozusagen in der politischen Diskussion weiter gehört zu werden. Und so wie ich das jetzt, ich habe jetzt heute Nachmittag keine Nachrichten mehr geguckt, aber so wie ich das zumindest gestern verfolgt habe, hat ja der Bundesrat durchaus jetzt darauf gepocht, dass diese Solohilfen doch auch nochmal überdacht werden sollen. Okay. Ja. Was kann denn, einfach gesagt, das Publikum, also die, unsere Fans, was können die dazu beitragen, außer dass sie jetzt hier zuschauen und spenden, Tickets kaufen, wie immer man das nennen will. Mhm. Welche Empfehlung gibst du da? Also wie gibt es eine Art, wie das Publikum die Musiker unterstützen kann in diesem, nennen wir es mal, Kampf?
Also das Publikum macht am besten das, was es vorher auch gemacht hat und was es hinterher bitte, bitte auch machen soll, nämlich zu unseren Konzerten kommen, sich für uns und unsere Musik interessieren. Und mit interessieren meine ich nicht nur das Oberflächliche, ich höre mal rein und skippe dann weiter, wenn es mir nicht gefällt, sondern ich würde mir halt von Publikumsseite manchmal, auch nicht immer, aber ich würde mir etwas mehr Mut wünschen, dass man auch in Konzerte geht, wo man weder auf der Bühne noch im Publikum jemanden kennt. Also dass man den Mut fasst, sich überraschen zu lassen und auch durchaus mal in Kauf nimmt, dass so ein Abend auch mal mittelmäßig sein kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass Jazzkonzerte mittelmäßig sind, aber dass es die, dass man sozusagen nicht ganz davon abkommt, auch mal die Katze im Sack zu kaufen. Und also unsere Musik lebt halt massiv davon, musikalische Momente zu generieren, die von Abend zu Abend auch unterschiedlich sein können. Und da dann sozusagen Zeitzeuge zu werden, ist eigentlich, da würde ich jetzt, wenn ich als Publikum argumentieren würde, fände ich das mit am schönsten, dass man vorher eben nicht genau weiß, was einen erwartet. Das ist ja der Unterschied, genau. Ja. Also es gibt ja die Geschichte von Duke Ellington. Die wurde mir erzählt von einem Musiker, der am Ende von Ellingtons Karriere ja in der Band gespielt hat und überrascht war, dass die Band, also wir sprechen von frühen 70er Jahren, ja, Ende von Duke Ellingtons Karriere, die Band ist weltberühmt und alles und die Band spielt aber nach wie vor auf Hochzeiten und anderen Sachen so, ja. Und dieser Musiker, der ist auch Posaunist, der lebt noch, ja, Art Barron. Und er erlebt eben, wie Harry Carney geht, also statt jetzt noch zu spielen, geht er halt ins Publikum und tanzt mit den Leuten und sagt, und die Band ist halt nicht so, ja, so das. Und dann geht er zu Duke und sagt, ja, wie hältst du das aus? Wenn deine Band sich so verhält, dann sagt er, mein lieber Junge, ich lebe für diese Abende, wo diese Band toll tönt. Es ist mal so und damit ist eigentlich genau das gesagt, was du sagst. Es ist eben die Natur der Musik, dass es nicht immer das Gleiche ist und ist auch nicht planbar. Das ist ja genau der Witz. Mhm. Ja. Björn, aber ich rede jetzt so, dann hört man mich, hat man mir gesagt. Genau. Björn ist von uns allen am längsten jetzt dabei. Genau, ich ziehe das jetzt in die Länge einfach, weil die Gelegenheit gerade da ist, aber weil ich es so interessant finde. Ja, weil es sind ja jetzt, einige von uns sind eher jünger, aber du bist sehr, sehr lange hier jetzt dabei, in der sogenannten Jazz-Szene. Wie erlebst du denn die Entwicklung jetzt? So wie es, also sagen wir die Entwicklung der letzten 10 Jahre in Hamburg für dich als Musiker. Also sagen wir mal so, als ich vor 30 Jahren nach Hamburg gekommen bin, da fing es ja gerade los mit Jazz studieren und so, da war man ja sehr geteilter Meinung drüber, ob man Jazz studieren kann oder nicht, ob man das auf der Straße lernt oder ob man studiert und was der Vorteil von dem und von dem ist. Beides ist sicher richtig, aber auf jeden Fall ist durch diese ganze Jazz-Education, die dann aus Amerika rübergeschwappt ist, hat sich die Szene wesentlich vergrößert. Und in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, hat sich nicht nur die Szene vergrößert, sondern Jazz verändert in seiner Art, seiner Struktur, in dem, was es ist. Mhm. Also das, was für mich oder warum ich Jazzmusiker geworden bin oder mich dafür interessiert und warum es mich eben berührt hat, war eine andere Form von Emotionen, als sie heute ist. Aber ich glaube, dass das ganz entscheidend ist für Jazz, dass es sich immer weiterentwickelt und in ganz neue Bereiche vordringt und auch die Grundzüge sich verändern. Es ist eben eine wandelbare Musik. Und in den letzten 10 Jahren, wenn ich so die Szene und die neuen Musiker, die jungen Musiker betrachte, ist das auf jeden Fall sehr viel weiter in Gang gekommen. Mhm. Und die jungen Musiker stehen zu ihren neuen Ideen, ohne jetzt das alles zu verleugnen, aber sie gehen von einer anderen Sache aus. Und das ist für mich, es ist selten in Musik, in wenigen Musikarten gibt es das, dass so grundsätzlich sich eine Sache in kurzer Zeit, in relativ kurzer Zeit verändern kann. Und das finde ich sehr interessant und es ergeben sich ja auch immer neue Konstellationen dadurch. Mhm. Gehst du diese Entwicklung mit?
Also ich bin natürlich sozialisiert von was und was mir gefällt und wo meine Wurzel ist, die bleibt natürlich. Aber da es wandelbar ist und da die Wurzel ja auch flexibel ist in dieser Musik, glaube ich schon, bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Wie erlebst du den Organisationsgrad in Musik? Also wir haben jetzt in der Stadt sehr viele Organisationen von Musikern für Musiker, also so wie diese jetzt hier. Was aber noch lange nicht das Einzige ist. Ja. War das schon immer so oder hast du da auch eine Entwicklung beobachtet oder Entwicklung, die was bewirkt hat? Ja, also ich meine, dadurch, dass es einfach viel mehr gibt, muss ja auch mehr organisiert werden. Sonst würde ja gar nichts passieren. Also was ja zum Beispiel in so einer Stadt wie Hamburg immer schwierig war, ist eben Spielorte zu finden, wo diese Musik präsentiert werden kann und die nicht nur diese Musik präsentieren, um damit Geld zu machen, weil das eben nicht geht, sondern weil sie dahinter stehen. Und die Akquise solcher Orte ist eben immer schwierig und das ist auf jeden Fall in Gang gekommen. Und da nehmen auch die jungen Musiker auch teil dran. Mhm. Also die sehen sich auch als Organisatoren und haben da keine Berührungsängste oder sind sich da nicht zu schade zu, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, weil sich herausgestellt hat, dass es anders gar nicht funktioniert. Und so eine gewisse Verbindung zwischen Musikern und Leuten, die nicht Musiker sind, aber die sich wirklich engagieren, also Jazz Federation zum Beispiel als Stichwort, ist natürlich fruchtbar und notwendig und hat sich auf jeden Fall stark erweitert in Hamburg, finde ich. Mhm. Stichwort Organisation unter Musikern, ja, Tillmann. Tillmann ist ja auch jemand, der sich auf sehr vielen Ebenen organisatorisch betätigt in der Musik und sich engagiert. Würdest du es für einen jungen Musiker heute als zwingend einordnen, dass ein Musiker sich an Strukturen, an Organisationsstrukturen beteiligt, also im Gegensatz zu einer, der halt einfach da ist und spielt? Ich glaube schon, weil der Musiker an sich am besten weiß, wie er die Musik, die er spielt, vermitteln möchte. Das heißt, der Raum, in dem Musik stattfindet, kann ganz, ganz verschiedene Facetten haben und ganz verschieden aussehen. Und am besten weiß das eigentlich der Musiker, was eine Umgebung ist, in der er gerne spielen möchte oder in der er das Gefühl hat, das, was er zu sagen hat, wird am besten übertragen. Und wenn man jetzt anschaut, was eigentlich in Hamburg so passiert ist, dann ist einfach so viel aus der Szene heraus entstanden. Eigentlich von die Orte, in denen wir spielen, sind immer ganz stark gekoppelt an Persönlichkeiten und eben oft an Musiker, die sich dafür einsetzen. Also es ist irgendwie, es muss aus sich rauskommen, glaube ich, auch weil es quasi die Konzerte in der Stadt, kleine Jazzkonzerte, eigentlich wirtschaftlich gesehen für einen Veranstalter keinen Sinn ergeben. Das heißt, es wird nicht von selber passieren. Auch allein das ist ein eine Sache, die man beobachten kann, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass wir die Steine selber ins Rollen bringen. Es kann dann immer sein, dass Leute mit aufspringen und mitmachen oder so. Aber ich glaube, vor allem so als Initiativangeber oder sowas ist das wichtig. Und ja, es muss nicht jeder machen, aber auf der anderen Seite nur zu spielen und das wahrzunehmen, was andere Kollegen, die genau das Gleiche machen wie einer selber, eigentlich erstmal nur Musiker sein wollen, was die in die Wege geleitet haben. Und also, ich weiß nicht genau, ich könnte das zumindest jetzt nicht. Und ich habe Lust, damit zu machen und merke auch, dass es eben schnell geht, dass man auch mal was etablieren kann. Also wir haben jetzt eine Jazz-Reihe letztes Jahr angefangen, die Jazz Kitchen, die eben sofort irgendwie funktioniert hat. Und es waren vier Musiker mit Hilfe der Jazz Federation. Und das hat schon einen Unterschied gemacht, weil es einfach ein gewisses Spektrum von jungen Leuten dort spielen kann. Ich glaube, bei jedem ist es anders und jeder Musiker, der junge Musiker hat mit anderen Problemen und Sachen zu tun. Und bei jedem kommt vielleicht der Punkt auch der Moment an einem anderen Zeitpunkt, zu einem anderen Zeitpunkt, wo er irgendwie das Gefühl hat, jetzt, um weiter Musik zu machen und um meine Musik in den Kontext zu stellen,
ja, schaue ich mal, was ich noch irgendwie mal, also innerhalb einer Szene tun kann. Wenn du sagst, dass der Musiker, das finde ich interessant, diese Feststellung, dass der Musiker selber am besten einschätzen kann, in welchem Umfeld denn er gerne spielen möchte. Also wir sprechen eigentlich, wir haben sehr viel jetzt von der Sichtweise der Musiker gesprochen, ja. Aber wir spielen ja für ein Publikum, letzten Endes. Ja. Soll ich überhaupt? Jetzt musst du. Okay. Ah, Mist. Ja. Zu eifrig genickt. Natürlich spielen wir für ein Publikum, aber ich glaube, das, was Tillmann sagt, dass Musiker wissen, in welcher Art von Ort ihre Musik passen würde und sozusagen eine symbiotische Beziehung zu dem Ort aufbaut, das färbt auch auf das Publikum ab. Also das färbt sowohl auf die, weiß ich nicht, Altersstruktur, demografische Struktur des Publikums ab, aber es trägt auch zu so einer Abrundung des Gesamterlebnisses bei, glaube ich. Und ich glaube, kein Musiker, zumindest keiner, den ich kenne, käme auf die Idee, dass seine Musik am besten in einer Mehrzweckhalle mit Leuchtstoffröhren funktioniert, wo es unbequeme Stühle gibt oder so. Also natürlich hat das Publikum andere Anforderungen an die Situation Konzert, auch welche, die vielleicht gar nicht in erster Linie mit der Musik zu tun haben. Wenn aber das, was auf der Bühne passiert, irgendwie korreliert mit dem, was um die Bühne herum passiert, dann ist schon mal viel gewonnen. Und das ist auch nicht immer so. Wenn jetzt zum Beispiel eine Band Musik macht in einem Laden, der zwar ein toller Laden ist, aber nicht zu dem Stil Musik passt, dann wirkt das Ganze nicht halb so stark, wie wenn das sozusagen genau in dem Surrounding ist, wo es gut passt. Also geht es eben nicht nur um die Musik alleine, sondern um ein Umfeld. Fürs Publikum ja sowieso nicht. Also das denken wir vielleicht gerne mal, dass wir Musiker sind und deswegen geht es dem Konzertpublikum um die Musik. Es geht dem Publikum hoffentlich auch um die Musik, aber es geht natürlich auch einfach, wir sind ja eine Freizeitveranstaltung, also es geht darum, irgendwie einen unbeschwerten Abend zu haben. Egal, was dann für jeden Einzelnen dazugehört. Ich habe irgendwann mal ein Seminar gegeben, wo ich dann auch mal quasi eine Publikumsbefragung gemacht habe, was denen denn wichtig ist, wenn sie in ein Jazzkonzert kommen. Und da kommen dann, okay, es kommen natürlich irgendwie Sachen wie die Musik oder so Sachen, auf die man sofort kommt, aber es kommt dann eben auch, ja, ich habe halt so Rückenschmerzen und wenn ich irgendwo sitzen muss, wo die Stühle schlecht sind, gehe ich da lieber nicht hin. Oder der Wein ist da schlecht. Oder die Klos sind nicht geputzt oder so. Irgendwelche Sachen, auf die wir als Musiker halt jetzt nicht automatisch kommen würden, wo wir erstmal denken, ja, aber das ist, da haben wir doch nichts mit zu tun. Aber natürlich haben wir was damit zu tun, weil es auf unsere Musik auch rückkoppelt. Also irgendwie negativ und positiv abfärben kann. Was möchtest du deinem Publikum mitgeben mit deiner Musik? Ich möchte, dass mein Publikum einen schönen Abend hat. Also, dass sie einen sorgenfreien Abend haben, an dem sie sich gut unterhalten fühlen. Und wo sie denken, ach, da komme ich gerne wieder. Oder davon würde ich gerne mehr hören. Okay. Ich auch. Gut. Wenn es nichts mehr gibt, was einer von euch noch sagen möchte. Ich glaube, ich hätte noch was zu der Frage. Also ich habe da noch nicht viel drüber gelesen oder noch nicht gehört, dass man da so viel drüber gesprochen hat. Aber wir leben ja in einer Zeit, und jetzt ein bisschen größer gedacht, die von auch gesellschaftlich starken Spannungen geprägt ist. Und die Reaktion zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen oder den Teilen einer Gesellschaft ist oft eine Separierung voneinander. Ob es in sämtlichen Bereichen, ich muss es nicht ausführen. Und ich finde, dass
das, was wir auf der Bühne machen, also so ein Konzert wie heute, wir haben auch noch nie ein Konzert zusammen gegeben in der Besetzung, ist für mich manchmal so eine mikroskopische Gesellschaftsutopie auch, so sehe ich das ein bisschen. Das heißt, es mag jetzt vielleicht ein bisschen überhöht klingen oder so, aber das Prinzip ist mir wichtig, mal zu betonen, dass wir als Menschen und Musiker, ob es nur das Alter ist oder die Sozialisation oder die Geschmäcker oder was auch immer, wahnsinnig verschieden sind, obwohl wir jetzt gerne Jazz mögen, aber Jazz ist ein riesiges Feld und Musik und so weiter. Also wir sind diametral entgegengesetzte Charaktere irgendwo, aber die Spannung zwischen uns oder das, was uns unterscheidet, ist unser Kapital. Also wir können nicht anders oder wir haben es zu nutzen. Wenn wir uns abgrenzen von den Dingen, die bei uns gegenseitig unterschiedlich sind, dann enden wir als drei vor sich hinspielende Musiker und haben alle keine Freude an dem, was wir tun oder keinen schönen Abend, genauso wenig wie das Publikum vor uns. Das heißt, die Akzeptanz von der Andersartigkeit der Bandmitglieder oder der Menschen, mit denen man Musik macht, ist die Stärke und das zusammengenommen macht eigentlich den Reiz aus und warum auch jeden Abend ein Konzert anders ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man beim Jazzkonzert sehr gut mal beobachten kann als Publikum. Inwieweit dieser Prozess vorgeht oder inwieweit er nicht vor sich geht und es vielleicht eher drei einzelne Musiker sind. Und ja, sich zu überlegen, wo ist das vielleicht um mich herum in der Gesellschaft auch so ein Ansatzpunkt, wo ich vielleicht Leute aufgrund von Andersartigkeiten eher ablehne oder mich eher davon abwende, anstatt mal zu gucken, kann es vielleicht durch unsere Verschiedenheit ein Potenzial geben. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, die wir als Musiker vielleicht gerade in diesen Zeiten vielleicht verstärkt mal vermitteln sollten. Absolut. Ja. Danke, Tilman. Das ist ein sehr schönes Statement. Dem kann ich eigentlich nur noch beifügen. Eben wenn wir vom Publikum reden, eben was ich euch ja noch nicht gesagt habe, also was mich besonders berührt in diesem Projekt, ist immer wieder, wenn man das so viele Kommentare, auch die mit den Spenden einhergehen, kommen von Leuten, wo man einfach merkt, diese Musik, die wir da machen, das ist für viele ganz, ganz wichtig. Und das kann man gar nicht beschreiben, wenn man diese Welle von Verständnis, die man eigentlich sonst gar nicht unter normalen Umständen eigentlich gar nicht, ich hätte das nie in dem Maße wahrgenommen, zu sagen, okay, da sind so viele Leute, für die ist es wichtig, dass wir hier spielen. Für die ist es auch wichtig, dass wir irgendwann nicht mehr hier im Studio spielen, sondern dass wir auch mit dem Publikum hier zusammen sind, in dieser Art von Gemeinschaft, so wie das Tilman sagt. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, in dem Sinn können wir den Abend beschließen. Ich danke euch.